In dieser Woche ist das Baugerüst am künftigen Bürgerzentrum in der Hoyerswerder Altstadt gefallen. Der aufwendig sanierte historische Teil des einstigen Ballhauses wurde um einen Anbau erweitert. Dessen Gestaltung liegt jetzt ziemlich in der Kritik bei den Bürgern. Wie Sie dazu stehen, wollten wir in einer kleinen Umfrage wissen. Ich habe es mir in der Zeitung angeschaut. Es wurde kritisiert. Es könnte sein, ich würde mich fast der Kritik, die geführt wurde, anschließen. Da ich ja auch auf dem Bau groß geboren bin. Und deswegen sage ich, ob das hier so richtig herpasst. Ich weiß nicht. Also ich schließe mich der Zeitungskritik. Ja. Schließe ich mich an der Kritik der Zeitung. Naja, es sieht dem Altstadt entsprechenden Bild nicht gut aus. Also das ist ziemlich modern. Ja. Könnte älter aussehen. Also ich fände es schöner, wenn sie es einfach nur ein bisschen renoviert hätten und nicht komplett neu. Nicht unbedingt. Das gehört, ich nehme an, das ist ja nicht von der Planerin selber entwickelt worden. Da hat ja die Stadt sich ja genauso mitgewirkt. Da gibt es ja genauso Experten, die dort mitgewirkt haben. Und man muss auch Mut haben, mal zu was Neuem. Kann da ein bisschen was Modernes dabei sein, oder nicht? Wie finden Sie es? Ja, ich finde es gut. Ja? Ja. Ja, weil hier in dieses Haus meine Tochter ein Jahr lang in die Schule gegangen ist, in die erste Klasse. Und so, warum nicht? Hier nach der Altstadt passt es und da, warum nicht neu? Ich sag mal, gelungen ist es nicht, also für meine Begriffe. Es ist irgendwie ein Schlag mir zu modern. Ich meine, vielleicht wird sich das noch architektonisch mal, da man sich dran gewöhnt. Aber vom Empfinden her, und ich bin dort mal in die Schule gegangen, bis zur 6. Klasse ging das damals dort, ist ein Gebäude, was ihnen irgendwie nahe steht. Tut mir eigentlich ein bisschen leid, dass es jetzt so aussieht, aber damit müssen wir leben. Also, ich sehe das auch so, dass das Moderne, man muss sich erst dran gewöhnen, dass das an dieser alte Lessing-Grober-Schule, zu der bin ich auch mal, ich bin mal Schülerin dort gewesen, aber... Wie soll man das machen? An diesen alten Bau jetzt irgendwas Neues anbauen, nachbauen, wie die alte Schule gewesen ist, geht auch nicht. Also ich denke, die Leute werden sich dran gewöhnen. Und wir sind voriges Jahr mal drin gewesen und haben uns das von innen angesehen bei einer Führung. Es war wunderbar. Wunderbar, kann ich nie anders sagen. Gefällt mir sehr. Ja, schön sieht es nie aus, aber... Nee, das passt ja nie zu den Neuen, was die da alles jetzt gemacht haben, ne? Ja. Das kommt darauf an, wie es innen aussieht und für welchen Zweck. Bloß von außen, naja, es passt nicht so richtig. Ne? Habe ich mir eigentlich noch gar keine Gedanken drüber gemacht, muss ich sagen. Aber an und für sich, dass das Alte so erhalten geblieben ist mit den Bogenfenstern und alles, das gefällt mir schon sehr gut. Also ich habe eigentlich nichts zu sagen dazu, dass es mir nicht gefällt. Ja, was soll ich Ihnen sagen? Das ist ja nur beschlossene Sache. Man hätte können vielleicht vorher dagegen was sagen. Es passt nie richtig. Und dann muss ich sagen, das Glas bei dieser heutzutage Zerstörungswut, wenn da was kaputt geht, wer muss es bezahlen? Das ist eigentlich alles. Ansonsten, naja, steht nur immer da und dann lassen wir das nur so. Ja, ich weiß es fast irgendwie nicht. Also, da, wenn wenigstens noch ein Fenster wäre, dass es ein bisschen geöffnet aussieht, ein bisschen durchlässiger. Das sieht so wie so ein Klotz aus. Ich finde es normalerweise eigentlich sehr schön, wenn alt und neu miteinander verbunden wird, aber sehr gelungen finde ich das nicht. Die meisten Befragten stimmen der Kritik zu und finden das Bürgerzentrum nicht optisch gelungen, aber es gibt auch einige Ausnahmen, die damit sehr zufrieden sind.